Sie haben eine persönliche Verbindung zum Bunker. Urte Ussling ist Teil der Initiative, die die Idee zur Begrünung hatte. Karl-Heinz Pischke ein wichtiger Zeitzeuge. Als 9-jähriger Junge überlebte er im Schutzraum die Bombenangriffe auf Hamburg. 1942 erbaut, diente der Bunker im Zweiten Weltkrieg der Flugabwehr und bot bis zu 25.000 Menschen Zuflucht. Sie entwickeln mehrere Gedenk- und Informationsorte im Bunker, die an die Geschichte des Gebäudes erinnern. Krieg ist immer eine Sache, die, also ich würde sagen, ein Schwachpunkt der Menschheit. Lieber sollten sich alle noch mal 3-mal oder 4-mal oder 10-mal zusammensetzen und ein Ergebnis wünschen und definitiv machen. Ja, definitiv wird einem gerade erst wieder bewusst, wenn man auf so einem Schutzgebäude steht, ne? Absolut, ja. Dass man dann wirklich sich in diese Zeit reinversetzt und dann sagt, was bringt das alles?